Hey ho! Okay, hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge. Let's Play Online, keine Ahnung, das wievielte schon, und zwar heute mit dem Spiel Super Samurai Sweeper, weil ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich lasse mich mal wieder überraschen, Steuerung kenne ich auch nicht. Aber es sah eigentlich interessant aus, vielleicht wegen dem blutigen Szenen. Joa. Tyrannenherrscher und ich soll das Land entsperren, sichern. Ah, und Hunter Diamore. Leben haben wir hier. Ah ja. Also es ist mal was ein anderes Spiel anscheinend. Okay. Also wenn ich auf ein Feld doppelklicke. The Samurai failed to defeat the Daimyo. Okay. Wieso hat das denn jetzt nicht geklappt? Ach so, wenn bestimmt da sein Klicks, du musst diesen einen Diamant finden, ne? Und da haben wir auch Diamant. Oh, da geht's aber richtig zur Sache hier, wie man sieht. Okay, oh Gott, schafft er das wohl? Oh ja, da war das hier. Peng, peng, peng. Was für ein Trick-Tackle. Schafft er doch ja nicht. Okay, das scheint mal ein bisschen mal sehen. Kann ich irgendwas kaufen eigentlich? Nee, dann. Das wird nichts. Versuchen wir es mal hier. Das nochmal klappt, ich weiß gar nicht. Glaube ich, einfach so zu schaffen. Da muss man schon einen anderen Trick anwenden. Einfach ein bisschen trainieren. Aber wie man schon sieht, verliere ich schon ganz sehr viel Energie. Und da werde ich tot sein. Und K.O. Na super. Okay, 5% meines Scores, da ich gar keinen Score habe. Ich werde mal ein bisschen versuchen, mal zu trainieren. Ich weiß nicht, ob das aber Sinn macht. Thank you.
So, machen das. Aber ich glaube noch, mir bringt das eher nichts. Aber ich behalte nichts, was ich nach einer Runde. Leider. Also muss ich schon in der ersten Runde sehr viele Gegner besiegen. Um irgendwelche Upgrades zu kaufen. Obwohl ich den Schaden nicht passiere gerade einfach mal so. Ich hab's mir nicht mal der Typ ist da. Und das war's. Warte mal, Upgrades kaufen. Da sieht man's. Ich brauche drei Punkte. Okay, noch ein Versuch. Auf alle Fälle ist Boah, ja, der ist jetzt nicht so wichtig, aber das Spiel ist sehr interessant. Das hat eher Strategie zu tun. Jetzt behalten? Nee, ne? Also ne, das kann ich also auch nicht benutzen. Wie mache ich das denn am besten? Ich muss gucken, ob ich da irgendwie ein Upgrade gibt oder so. Ich so aus sich finde ich das nicht. Silber. Was? Was? Gehen ein extra Klick? Ja, nee, komm. Instantly regain. Ja, das kriegt ja alles nicht. Ah ja, so ich Fokus Dings muss, aber habe ich alles das Geld? Also lohnt sich das auch nicht. Okay. Ah, so hier. Ryan Ditcher. Points, die ich benutzen kann. Sag mal. Das war ja was. Wieder nicht da. Gott, den ich mal gefunden ist. Erstmal ein paar Points, die ich sammle, und dann mach ich so. Shadow Clown. Shadow Clown. Das ist aber, weiß ich nicht, ob ich das dann später aktivieren. Oder einfach 20 Points zumindest. Dass da nicht so viel Schaden passiert. Nochmal gegen die Jungs.
die letzten Fünfer hier. Schön. Da gibt es einen zweiten. Jetzt. So müsste es eigentlich machbar sein. Ja, sehen wir mal an. Oder wird dann werden die, laufen die zusammen rum. Also ohne diese Extras kann man ihn nicht benutzen, deshalb auch noch Erfahrungspunkte. New Character, Character, nee, ich will erstmal. Achso, okay, dann kostet das schon ein bisschen mehr. Haben wir jetzt, also eins haben wir geschafft, super, klasse, läuft. Und dann den nächsten. Und jetzt sind es größere Felder, wie man sieht. Okay, noch 11 Klicks haben wir, dann machen wir unsere Punkte hier. Das sieht super aus gerade, also. Also ein wirklich, wirklich witziges Spiel, muss man schon sagen. Und auch die Möglichkeiten, super, super Splash, blablabla. Komm, lass mal rein. Lass mal rein. Noch 8 Klicks, das ist eigentlich vollkommen genug. Ob wir das auch durchspielen können? Ja, ich werde es einfach mal versuchen, ne? Alles ist möglich. Und den nächsten. Peng, peng, peng. Und wir hauen weiter drauf. Wir haben jetzt auch schon die Studio freigeschaltet. Das machen alleine alle fertig. Ja, zur Zeit geht es wirklich besser. Aber der eine ist schon weg, ja? Man kann ja immer noch einen zweiten berufen, also. Jetzt, wo man wirklich viel Energie hat. Aber guck mal, da wird er jetzt einfach hier kaputt gemacht und fertig ist, ja. Klatsch. Okay. 15 Punkten. Einfach alles ausgeben und dann ist man glücklich. Nochmal 25 Klicks. Oh, ich habe sogar gefunden. Jetzt vergeht er hier, komm. Ich war Schaden genug. Niedlich. Aber da gibt es ja stärkere Gegner. Mehr aushalten. Aber auch Punkte bekommen für die. Oh ja, oh ja. Also, das ist aber nervig. Zack. Silber. Dann zum Schluss jetzt noch 2 Punkte auch übrig lassen. Ich mein Leben ein bisschen aufpushen. Das ist ziemlich genau, oder vielleicht lasse ich sogar 3 Punkte übrig. Das ist mich daran aus, dass ich es nötig habe. Klasse. Dann noch hier die Jungs. Den Jungs guten Tag sagen. Kämpfe geht nix. Oh, jetzt noch
14 Jungs hier hoch. Warte mal. 700 war, glaube ich, jetzt mein Maximum an Leben. Ja, ich glaube, ich diese jetzt schon opfern. Ich habe ja auch jetzt genug. Dann haben wir das eigentlich auch schon geschafft, glaube ich, dieses Level. Zack, zack. Hatte ich nur diese zwei? Jawohl. Das wird mich knapp jetzt. Oh oh. Nicht, dass ich mich jetzt übernommen habe. Kritisch. Ja, ich glaube, das war's. Und ich habe jetzt 5 Punkte verloren. Joa, wie lange nehmen wir denn auf? Ach, das ist ja noch in Ordnung. Gut, also das war zumindest zum Samurai Sweeper. Hier dann nochmal den Link, den verlinke ich dann wieder, wie immer. Und an dieser Stelle, wenn ihr euch noch andere Spiele kennt, die ich spielen könnte, immer mal sagen, mache ich gerne. Und dann zeige ich euch nochmal irgendeinen komischen Castlevania-Abklatsch. Mal sehen. Der so war, ich kann mich ja gar nicht erinnern. Ich weiß nur, dass es eine komische Steuerung hatte. ZX. Ja, das ist ja schon mal. Ja doch, das kann man ja sogar noch ändern. Attack. Jump. So muss ich eine extra Taste dafür machen. Das wenn man irgendwie einfach mal in so einen Ninja, der geht in die Castlevania rein. Ohne Sinn eigentlich, aber. Und seit wann macht schon etwas Sinn? Na, wegen? Aha, okay, ich bin noch im Spiel drin. Eigentlich nur ein Bossfight gegen Dracula. Ja, und dann würde ich einfach. Das ist erstmal nicht den Geist auf. We'll be right back.
Controller anschließen müssen, ja? Alle. Das war ja wirklich totaler Kanone. Ja, so, das war schon ein Spiel. Na gut, dann war's auch erstmal zu dieser heutigen Einfolge. In der nächsten Folge ist dann weitere Spiele, die wir so zugefunden haben. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Online. Ciao!